Ja, hallo liebe Leute, ich habe hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal mit Magier, und zwar als Feuermagier. Der ist hier gerade full AOE Specs, wieder mal für Arschran, weil wir es gerade erwischt haben. Der ist 446 Item Level, spielen mit dem 2er-Set Boni hier nur. Und meine Talente könnt ihr wie immer unten aus der Videobeschreibung einmal rauskopieren. Wie gesagt, das ist full on AOE Spec für Epic BGs, zusammen hier mit Welt in Flammen Talent. Und ich habe mich gerade komplett eingebaut hier in dem Zelt. Zusammen mit Welt der Flammen, Feuerring und Glaskanone. Schauen wir erstmal, ob wir hier was machen können oder ob wir gegen eine Pre Mage spielen. Noch sieht es relativ akzeptabel gerade aus, von dem, was hier durch die Gegend rennt. Wir machen hier gleich mal Kay an und legen hier gleich mal einen Feuerring rein, machen gleich mal eine Living Bomb an, und ich würde sagen, wir versuchen einfach mal zu pumpen halbwegs, ziehen hier schon mal Temp, in der Hoffnung, dass wir direkt wieder backtempen können. Gehen auch gleich komplett zurück, weil irgendwie sieht es gerade nicht so rosig aus noch für uns. Wir stellen mal meine Ads auf, damit wir ein bisschen weniger Schaden kriegen. Und ansonsten versuchen wir einfach nur, den ein oder anderen kurz rauszufiltern. Der Pali pusht ja auch schon ein bisschen weit rein. Da geht auch schon direkt die Bubble an. Wir können eventuell noch mal eine Living Bomb irgendwo da hinten reinhauen. Da können wir einmal, wir kicken einmal den Heiler von denen. Und versuchen dann einfach mal hier ein bisschen durchzuspammen. Müssen wieder ganz zurück. Der DK will mich hier unbedingt haben gerade. Stellen hier einmal einen Ring of Frost noch auf, damit die hier nicht so leicht durchkommen. Können wir dann wieder einen Ring of Fire einmal legen und dann hardcasten wir hier wieder rein, in der Hoffnung, dass wir hier mehr oder weniger genug Schaden anbringen können, dass wir die irgendwie zurückpushen, gerade vor allem, wenn wir eine Solarsphäre oder so irgendwas kriegen würden, wäre insane. Der DK und der Priester sind hier schon mal gedroppt, das ist schon mal sehr, sehr geil. Wir können da hinten auf jeden Fall ebenfalls wieder reinpumpen ohne Ende. Die 200k DPS schaffen wir vielleicht noch irgendwann mittendrin. Der use hier erstmal einen Gesu, da können wir leider nichts gegen tun, aber wir pushen die relativ gut zurück gerade. Wir schauen einfach nur, dass wir hier unsere CDs gleich mal wieder resetten können, damit wir unseren Feuerring wieder da mitten reinlegen können. Wir blinken einmal nach vorne und blinken dann wieder back, nur damit wir so viel wie möglich von den Leuten hier mit unserem Feuerregen einmal erwischen. Und ich würde sagen, jetzt können wir wieder CDs pumpen und jetzt ballern wir da einfach wieder rein. Also gebet keinen Morgen. Temp geht wieder an. Falls wir gegrippt werden, können wir das Temp sonst nutzen. Wobei, jetzt habe ich mich verdrückt. Das wollte ich gerade gar nicht. Jetzt habe ich zweimal aus Versehen Temp gedrückt. Das ist nicht so der Move. Und da hinten können wir nach wie vor reinballern. Ich weiß nicht, wieso wir immer weiter und weiter zurück pushen, aber irgendwie wollen wir nicht reingehen, habe ich so langsam das Gefühl, obwohl wir eigentlich massiv im Vorteil sind. Wir kriegen hier erstmal einen Silence, wir können den Priester hier erstmal rausnehmen nebenbei, aber der Shami, der zappt ihn instant wieder auf, da hat er gar keinen Bock. Der Healer von denen geht hier erstmal rein, wir schauen, ob wir ihn noch weiter reinnocken können, damit wir ihn killen können. Sehr, sehr schönes Ding. Weiß nicht, was der Heiler vorhatte, ich traue mich gerade echt nicht da vorne. Wir machen hier einmal unsere Damage-Verringerung an und dann gehen wir wieder weiter rein. Wir haben immer noch mehr Kills als die, also weniger Leute von denen sind noch am Leben, aber irgendwie pushen wir immer weiter und weiter nach hinten, oder unsere Leute sind irgendwo. Die sind irgendwo beim Artefakt, bei Solarsphäre heißt. Vielleicht kriegen wir sie ja. Das wäre kinda huge für meinen Damage zumindest. Wir können dann wieder einen Living Bomb reinballern. AOE geht wieder raus. Wobei, da werden wir einfach mal random trap. Was sollte das denn jetzt? Der geht erstmal in die Shell rein. Wir werden genockt hier. Ein Feuerring hätten wir wieder parat. Ich will wieder reinblinken, Feuerring einmal legen. Und dann könnten wir sonst im Notfall einmal backblinken. Wobei, das müssen wir gerade gar nicht. Wir hätten Combust wieder ready. Das heißt, wir warten ganz kurz, bis wir unsere CDs wieder haben. Jetzt haben wir wieder CDs. Jetzt pumpen wir wieder rein. Schauen, dass wir die eventuell hier einmal zurückpushen können. Mit so viel Damage wie nur irgendwie möglich. Damit die hier alle rennen müssen wie die letzten Angsthasen gerade. Okay, wir sind einmal instant gebrockt gerade. Ich weiß gar nicht, was auf mir drauf war. Okay, der Rocky ist auf mir drauf, der NPC hier. Der NPC ist mich hier gerade kein da am Deleten. Wir können sonst vielleicht wieder einen Heiler kicken. Wobei, jetzt traut er sich nicht mehr zu casten gerade. Aber jetzt pushen wir die halbwegs mal zurück. Legen wir dann Ring of Fire hier mitten rein, damit wir die wieder alle rausslauen. Dann legen wir wieder eine Living Bomb hier hinten rein, damit die da hinten irgendwo hochgeht und der das weiter reinspreadet. Und dann können wir die immer weiter und weiter bearbeiten hier. Eventuell blinken wir nochmal, legen hier einen Ring of Frost, damit wir vielleicht ein paar von denen aufhalten können, damit sie nicht ganz wegrennen. Aber da haben schon ein paar direkt wieder rausgetrinketet. Und ich gehe so weit rein, dass ich hier gleich mal drauf gehe. Oh, ich gehe sogar wirklich drauf. Ich muss Eisblock gehen, weil der Healer, der könnte mir gerade einfach Touch of Death geben und ich wäre instant tot. Die haben Corlock geholt von der Seite. Okay, interesting. Aber nur mit sehr wenig Leuten, du. Mit extremst wenig Leuten. Werden hier einmal reingerippt. Ich weiß nicht, ob der überhaupt auf mir ist. Doch, der ist sogar auf mir. Aber das ist ein Blood Decay. Da brauchen wir uns keine zu großen Sorgen machen. Gerade, dass der uns irgendwie zerstören sollte. Grippt uns natürlich nochmal rein. Wir können nochmal einen Feuerring legen. Der Warlock wird nochmal aufstehen. Genau, da steht er auch schon wieder. Alter, der hört halt auch nicht auf. Jetzt wird er genau gescattert, wenn ich ihn knocken will.
Will unbedingt an mir healen, findet aber sonst kein Target zum Healen. Schafft es gerade nochmal dran in der allerletzten Millisekunde, dass er nochmal einen Deathstrike durchkriegt. Kurz bevor er drauf geht, gibt mir nochmal einen Silence hier. Der will echt nicht, dass ich hier casten darf. Gerade ich merke das schon. Living Bomb können wir hinten wieder rein. Wir versuchen unsere CDs zu resetten, damit wir hier unseren Feuerring gleich wieder legen dürfen. Feuerring dürften wir legen. Kriegen wir Schatten noch was dann? Vielleicht dürfen wir es jetzt legen. Jetzt können wir es hier einmal legen. Wir können wieder Kompass ziehen und damit können wir wieder anfangen zu pumpen hier. Der geht direkt defensiv. Wir schauen, dass wir da vorne irgendwie halbwegs casten können nebenbei, damit wir hier immer wieder den Damage anbringen können natürlich. Damit das hier nicht so glimpflich für die ausgeht hier jedes Mal, wenn sie nach vorne pushen wollen. Vielleicht war es gerade ein bisschen überheblicher, einfach noch weiter rein zu blinken. Ich glaube, wir backblinken einmal ganz kurz. Ich habe nämlich gerade die Sorge, dass wir hier sonst explodieren, was ich sowieso noch tue, obwohl hier Heiler neben mir stehen ohne Ende. Jetzt werden wir geheilt, wunderbar. Wir können nochmal Int neu buffen ganz kurz, damit wir wieder hier alle den Buff am Stiesel haben. Die Solarsphäre haben wir nach wie vor nicht, oder? Doch, haben wir, nehmen wir mal Int. Das habe ich gerade komplett übersehen, okay. Living Bomb geht wieder rein. Flammenring. Ich blink's da gerade komplett greedy rein jetzt. Wir legen den Feuerring komplett in alle rein. Kicken einmal ganz kurz den Healer. Wunderschöner Kick auf den Priester, damit er hier die Leute nicht toppen kann auch. Können hier rechts nochmal einen Ring of Frost legen. Vielleicht können wir nochmal den rausnehmen, aber den zerreißt hier eh schon wieder komplett. Wir pushen die gerade richtig schön zurück hier, du. Wir pushen die gerade richtig schön zurück. Wir sind immer noch Brock, das heißt, ich will nicht zu sehr overextenden gerade, weil ansonsten explodiere ich einfach, weil ich habe halt schon meinen Cauterize Brock hier am Start. Und wenn der einmal weg ist, dann wird es relativ schnell brenzlig hier mit unseren HP. Okay, die pushen immer noch weiter hoch, da kommen wir gerade nicht mehr wirklich ran. Wir können einmal versuchen, unsere CDs hier wieder zu resetten, damit wir Kompass wieder haben. Und dann können wir das vielleicht da vorne irgendwo reinlegen. Ich will meinen Feuerring wieder so bad irgendwo mitten reinlegen. Da haben wir ihn wieder am Start. Explosions gehen wieder raus. Wir kicken einmal kurz den Fire Mage da vorne. Schauen, dass wir so viel Damage anbringen wie nur möglich, bevor wir hier, bevor sie wieder vorbei ist für mich. Okay, jetzt muss ich zurück pushen, um irgendwo eine Heilung zu kassieren. Aber ich glaube, ich gehe hier down. Ich kann auch Big Wall geben gegen die Dots. Vielleicht kriegen wir in der Zwischenzeit noch Heilung. Da stehen zumindest zwei Heiler neben mir. Ich habe leider sonst gerade gar nichts. Wobei, ich könnte mir Food machen ganz schnell. Da muss ich wohl gegen anfooden. Wenn wir keine Heilung mehr kriegen, dann müssen wir gegen anessen gegen den Schmerz. Dann müssen wir gegen anessen gegen den Schmerz. So, die Heiler pushen immer noch weiter nach oben. Ich glaube, wir sollten uns da jetzt anschließen halbwegs. Vielleicht gibt es oben dann wieder so ein paar leckere Heals für mich. Der Druid versucht das hier dagegen zu pumpen, indem er ganz nach vorne pusht. Das ist vielleicht nett. Der Move, den zerreißt gerade einfach komplett. Lay on Hands oder was war das jetzt gerade? Oder Biggest Nature Swiftness, das ich je gesehen habe. Und jetzt scheine ich hier gerade Fokus-Tage zu werden, nachdem ich hier die ganze Zeit kassiere ohne Ende. Wir können aber vorne nochmal reinspammen. Vielleicht können wir nochmal CDs resetten ganz kurz. Wir Shrine mal. Die haben mich schon alle im Target irgendwie gefühlt. Living Bomb geht hinten rein. Wir schauen, ob wir hier wieder einen Feuerring noch aufstellen können, bevor wir uns hier wieder aus dem Staub machen. Vielleicht können wir dadurch ein paar nach vorne baiten. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Allianzwächter? Ich glaube, da helfen wir ganz kurz. Der sollte eigentlich schon relativ low sein. Laut dem Addon gerade 60% hier. Deft hier oben wäre. Ne, hier Deft doch nicht mal mehr. Warte, was wird denn das jetzt gerade? Wir können doch einfach den Shami hier, der meint jetzt Nocturne, genau, ich wollte ihn gerade runterschießen, aber so wird das nichts werden. Der will uns runterschießen, das wurde auch nichts. Wir können aber den Mönch hier gleich mal runterkatapultieren. Ich trinket jetzt beinhart den Slow hier. Der spielt mit dem Big Hit, okay. Der spielt mit dem BVP-Talent, wo man Leute knocken kann. Ich komme hier nirgends durch. Was ist denn das hier? Hier sind überall unsichtbare Wände ohne Ende. Ich kann mir mal einen Gesu holen. Ich habe da leider kein Keybind für. Wir futtern den einfach mal so aus dem Inventar ganz schnell. So, was passiert denn hier oben jetzt? Was macht denn der hier oben die ganze Zeit? Können wir den debien, damit er den Fallschaden kriegt? Der hat dann doch noch irgendwas mit dabei. Der hat überhaupt noch einen Drank mit am Start. Wir können ihn sonst auch noch runter katapultieren. Falls er nochmal anken will, dass er nicht hier oben wieder aufsteht, dann geht hier nochmal ein Eisblock raus vom Mage und dann sollten wir eigentlich hier down haben. Haben wir keinen Shatter hier oben? Wir hatten zwei Varies dabei, aber beide, glaube ich, keinen Shatter geskillt. Damit wir die hier ein bisschen schneller finishen können. Wunderbar. Punkte wurden kassiert. Der Rogue hier drüben wird einfach mal durchzieht hier. So, jetzt können wir wieder in den Mainzjag rein. Überall liegen Slows ohne Ende gerade. Können schauen, ob wir einen Feuerring rauskriegen. Ich kriege hier so ins Gesicht und ich muss so close ran, damit ich irgendwas machen kann. Und die Hunter, die zerstören mich alle gefühlt. Jetzt können wir wieder halbwegs was machen. Wir spawnen mal ganz kurz meine Spiegelbilder. Vielleicht überlebe ich dann ein bisschen besser gerade. Der geht schon wieder hier in die Bubble einmal rein. Kaum fange ich an, Damage zu machen, laufen alle weg. Was ist denn jetzt wieder los? Bleibet hier, der hat Reflect an. Da kriegen wir keine Brocks, die gehen komplett raus. Gerade wir können ja mal Ring of Frost legen, falls sie nach vorne pushen wollen. Vielleicht können wir den Rogue dadurch rausfiltern. Den Rogue können wir rausfiltern. Da hinten stehen noch alle schön im Ring drinnen, sehr brav.
Stellen wir mal Ring of Fire auf und dann versuchen wir nochmal unsere CDs zu resetten, weil ein paar haben wir eh schon wieder. Werden hier aber geschiert, müssen wieder ein bisschen rauspushen. Glaube ich, sterben hier. Wir gehen erstmal Eisblock, der Hunter hat mich gerade fast aus dem Leben getappt und dann habe ich, glaube ich, auch die Wache noch ganz kurz berührt. Weil solange wir die Fahne hier nicht haben, wobei jetzt in dem Moment haben wir sie, kommt natürlich da noch bei weitem mehr Schaden rein. So, da hinten legen wir eine Living Bomb rein. Ich glaube, da können wir relativ gut performen. Kann ich hier irgendwie knocken? Die stehen irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wir versuchen hier einfach mal reinzugehen und einen Knockback zu casten. Ich glaube, das war nicht so der Move mit Shrinketten hier. Und blinken komplett raus. Oh mein Gott. Einfach instant brockt, Alter. Einfach instant gebrockt gerade. Das kann ja nicht angehen, du. Das kann ja nicht angehen. Der fadet hier wieder. Mein Ring liegt ein bisschen off gerade. Wir haben gerade noch nichts, um da vorne ordentlich reinzupumpen. Doch jetzt stehen sie perfekt da vorne gerade. Jetzt stehen sie richtig perfekt. Ich kriege die Mealy-Bubble einmal. Ich kriege die Mealy-Bubble nicht. Wir können aber da vorne einfach alles wegsprengen. Und dafür sterbe ich. Aber wir gehen hier mal Big Wall 60% Damage-Verringerung. Damit wir hoffentlich hier ganz kurz mal überleben dürfen. Und dann können wir weiter rein spammen, wenn die uns am Leben halten. Aber ich traue den Heilern gar nicht, weil ich krieg so ewig immer keine Heilung. Und da man momentan so schnell stirbt, ist halt immer ein bisschen scary. Wenn wir zu weit vorne stehen, so wie jetzt gerade. Freezen hier kurz die Pads. Der Hunter zieht schon wieder durch auf mir. Wir laufen wieder zurück in die Hände der Heiler hier gerade. Ansonsten können wir nämlich echt nicht gegen anspielen gerade. Da sterben wir einfach viel zu schnell. Kriege ich da hinten irgendwo eine Living Bomb rein? Kriegen wir rein. Ins Totem will ich mich nicht einsperren lassen und ich bin viel zu weit vorne. Alle anderen gehen langsam zurück, kommen wir vor gerade. Vielleicht sollten wir dem auch ein bisschen folgen gerade. Ich würde hier echt gerne einen Feuerball mal zwischendurch reinballern, damit wir hier den Big Hit auch noch haben vom Talent immer mal wieder. Vielleicht können wir da jetzt wieder ein bisschen reinrotzen, indem wir nochmal einen Ring hier legen. Kriegen wir nicht gelegt. Dann haben wir gestunt hier vom Erdbeben-Spam. Vielleicht kriegen wir hier PI. PI kriegen wir auch nicht. Okay, wir gehen wieder zurück. Das war wohl nix gerade. Wenn ich eine Sekunde zu lang nach vorne gehe. Ich wünschte mir, man könnte am Tor leicht allein auf Side laufen da vorne. Da ist ein bisschen annoying immer, dass das nicht so easy geht da vorne. Okay, die stellen erstmal Anti-Magic-Shell. Da kommen wir gerade nicht wirklich durch im Schaden. Wir pushen mal ganz zurück und resetten einmal unsere CDs oder versuchen es zumindest. Und die Heiler waren, glaube ich, gerade am Sübbeln. Damit die wieder länger gegen anhealen können. Feuerring geht raus. Ring of Frost legen wir auch einfach rein. Nein, legen wir nicht rein. Wir kriegen hier Triple Silence. Die mögen mich nicht, du. Ich merke schon, die mögen mich nicht. Wir ziehen hier jetzt Kampfrausch und jetzt geht es richtig ab, du. Jetzt geht es richtig ab. Jetzt wird hier einfach nur reingeballert. Jetzt wird hier einfach nur reingeballert mit CDs ohne Ende. Und schauen, ob wir vielleicht den einen oder anderen damit umreißen können gerade. Aber sieht nicht so aus. Wir haben gut DPS gefahren gerade. Aber jetzt muss ich ein bisschen zurückgehen, weil jetzt gibt es wieder zu sehr ins Gesicht gerade. Wir gehen noch Big Wall. Irgendwie droppe ich immer noch. Heiler, ich bin der Einzige, der low ist gerade. In der kompletten Gruppe. Nee, jetzt ist der Hunter auch noch low. Der hielt mich einfach nicht. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich glaube, der mag mich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, der mag mich nicht. Okay, wir legen hier einmal eine Frostwand hier. War das unsere oder war das deren? Ich glaube, das war deren. Wir können vorne wieder einen Ring reinlegen. Ich würde so gern die einmal anzünden, auch noch nebenbei. Jetzt werden wir wenigstens wieder getoppt hier. Wunderbar, da haben wir es wieder. Jetzt haben wir sogar ein paar Procs mit am Start. Damit wir hier wieder leichter unseren Damage anbringen können. Alter, du pumpst halt einfach so pervers rein. Das ist ein Wahnsinn, ey. Wir können den Healer hier auch noch einmal locken. Der läuft aber komplett line of sight. Wir können hier einmal einen Ring of Frost legen. Damit die hier nicht so leicht line of sight laufen können die ganze Zeit. Holen hier einmal unsere Ads, damit wir weniger Schaden kriegen. Und vielleicht können wir hier noch vorne ein bisschen reinpushen gerade. Into Double, Triple, Flame, Feuerring. Kein Feuerring. Trinket, Blink, I'm out. Das wird ein bisschen zu brenzlig hier, du. Wir versuchen unsere CDs zu resetten, damit wir ein Schild ready haben. Aber jetzt kriegen wir eh schon wieder ein paar Hots vom Heiler hier gerade. Wir können wieder den Feuerring legen. Jetzt versuchen wir wieder für unsere CDs zu gehen. CDs gehen raus, werden instant drauf gestunt. Gleich Double Stun hier. Das ist aber nicht nett von dir. Da geht die Dispersion raus vom Priester. Dispersion immer Big Death CD hier. Kriegen wir 80% weniger Schaden. Da kriegen wir natürlich keinen Kill. Vor allem, wenn man den Self-Healer als Talent auch noch mit dabei hat, dann geht da sowieso gar nichts mehr. Oh, wir haben wieder Combust-Brock hier. Wunderschön. Jetzt haben wir überhaupt einmal kurz die 300k DPS geknackt, du. Da wird er richtig eskaliert da hinten, du. Wir legen wieder einen Feuerring mitten rein. Feuerring liegt. Wo ist der andere Magier von denen? Den können wir vielleicht hier killen mit Singletag ein bisschen. Na, der droppt gerade nicht. Ich hätte wieder Combust-Brock, aber das geht sich gerade nicht aus, glaube ich, dass wir den killen. Vielleicht Mini-Bubble stealen? Okay, ich wäre zu greedy. Muss ich blocken?
Ich stehe eigentlich weit genug draußen gerade. Habe ich in meinem Inventar noch einen Gesu? Ich inhaliere den Gesu mal ganz fix. Ich traue hier wieder keinem. Wir können wieder auf CD-Reset gehen. Wären aber in dem Moment genockt. Das ist sehr, sehr unlucky, weil jetzt haben wir in dem Sinne halt keinen CD-Reset mehr. Wir können die hier einmal slowen. Slow Nummer 1, Slow Nummer 2. Ne, wir slowen den nicht. Der Blood Decay. Will er mich oder will er mich nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Der rennt nur irgendwo hin. Ich glaube, die wollen außen rum. Ich glaube, die wollen außen rum und irgendwie Dingenskirchen. Ich glaube, die wollen außen rum und irgendwie Solarsphäre oder was holen. Der Shami kommt hier einmal rein, knockt uns. Das habe ich mir schon gedacht, dass er den hier versucht. Wir können dann den hier machen. Dann katapultieren wir ihn nach unten. Vielleicht stirbt er am Fallschaden. Gerade nicht, aber nee, er kann sich gerade nochmal toppen. Frisst ja auch nochmal einen Gesu rein, wie es aussieht. Können hier aber wieder mit Combust jetzt komplett reingehen da vorne. Vielleicht kriegen wir die down. Da ist auf jeden Fall Damage ohne Ende am Start. Der Mönch, der explodiert einfach. Und die anderen alle, die explodieren auch so gut wie. Alter, zwischendrin. Auf einmal rastet man wieder aus, ne? Das ist ein Wahnsinn. Wir stellen hier unsere Ads auf. Wir haben immer noch Eisblock, wenn es denn wäre. Wir haben gerade die Ads für Damage-Verringerung an. Wir haben aber keine Heiler mehr. Wir haben keine Heiler mehr. Deswegen eventuell, wobei hier steht eigentlich ein Heiler. Eventuell Eisblock. Ich bin mir gerade jetzt sicher, darf ich fooden? Ich darf fooden hier. Vielleicht können wir gegen an essen. Wir essen lieber nicht gegen an. Das wird gerade ein bisschen brenzlig, weil der Magier ist neben mich hingerannt und der hatte den AOE-Tick vom Shadow Priest an. Deswegen gehen wir lieber mal ganz kurz in den Eisblock rein, damit wir uns nochmal ein bisschen regenerieren können. So, der Hunter pickt sich hier erstmal das Artefakt. Wunderbar. Und wir werden schon wieder genockt. Du, ich komme hier nicht mehr nach vorne gerade. Meine Explosion ist instant down gegangen und der Hunter hat gerade alles aus dem Leben getappt hier vorne. Entschuldigung, wir können vielleicht einmal unsere CDs resetten. Wir tryen gerade. CDs werden resettet, wunderbar. Und jetzt können wir da hinten schon wieder reinpumpen. Den Shami, den zerreißt, oder? Der Shami ist instant dead. Der ist instant dead. Living Bomb ballern wir auch wieder rein. Hauptsache es explodiert da vorne alles. Den Ring legen wir auch wieder rein. Ring liegt auch wieder mit am Start. Und jetzt einfach komplett rüberfahren. Unser Artefakt pumpt halt eh wie wahnsinnig. Gerade von dem her soll es halbwegs gehen. Wir gehen hier in den Big Wall. Vielleicht überleben wir das. Ein Heal. Nein. Also die Healer sind ein bisschen langsam von der Reaktionszeit. Also im Auto mitfahren will ich bei denen nicht unbedingt gerade. Wir können mal reinschauen. Wir sehen leider mal wieder unseren Damage nicht. Wir müssen leider das Game wieder reloaden. Das passt eh gerade genau. Okay, reloaded haben wir. Okay, jetzt sehen wir auch, was der DK hier gerade vorhat. Er will den Boss hier einmal solo legen gehen, wie es aussieht. Wir können hier einmal reingehen. Der will sich nämlich hier komplett gegenhealen einmal mit denen. Wir können ihn aber auch einmal rauskatapultieren. Nein, er wird hardrooted, aber er versucht sich halt einfach gegenzuhealen mit allem, was er hat hier. Wir können nur versuchen, ihn so schnell es geht zu überfahren und dann gleich zu looten, dass er nicht hier vorne wieder spawnen kann, sondern wieder ganz hinten spawnt. Denn das ist ein alter Trick und das funktioniert heute noch. Du kannst als Tank tatsächlich mit relativ gutem Gear den Boss einfach solo legen gehen. Also du kannst komplett hinten rumgehen und den Boss solo legen. Ich hatte schon mal gegen eine Pre-Made ein Game. Da waren alle hier vorne an der Brücke am Zergen und ein Druid-Tank ist einfach hinten rum. Das war vor 1,5 Monaten oder so. Ein Druid-Tank ist einfach außen rumgegangen und hat alleine einfach den Boss niedergerissen halt. Einfach, wir waren irgendwie so 170 Ressourcen waren die noch und wir hatten irgendwie so noch 30 und auf einmal haben wir einfach gewonnen halt, weil der einfach den Boss da hinten in der Zwischenzeit solo gemacht hat, weil wirklich viel HP hatte er ja nicht. Ich glaube 19 Mi oder so irgendwas. Das dauert ein paar Minütchen, aber wenn das keiner realisiert und healen kann sich halt easy peasy gegen den. Werden wir gerade vorne ein bisschen gewiped? Das sieht nicht so gut aus. Wie sieht es eigentlich mit unserer Heilung aus? Mit unserer Heilung sieht es echt nicht gut aus. Ich dachte es mir schon. Ich glaube, die sind alle gerade am Gieren. Damage-mäßig sind wir nicht so weit oben mit dabei, aber das ist, weil ich halt hauptsächlich eigentlich nie mit reingehen kann, weil wir immer viel zu früh wieder rauspushen müssen. Ansonsten wäre es halt umso geiler, wenn wir natürlich die ganze Zeit aggressiv drinnen bleiben können. Mein richtiges Gear habe ich doch schon an, ja. Ich hatte letztes Mal nämlich aus Versehen noch den Hals von Azeroth an, oder Herz von Azeroth, als ich irgendwann mal gespielt habe. Und das ist mir so spät aufgefallen. Ich habe überhaupt bei meinem 2100er Push mit meinem Paladin in irgendeinem der letzten Games die ganze Zeit ein Item Level 75er Ring angehabt, den Karasan Ring zum Hinteleportieren, weil ich irgendwie vorher Teamwork farmen war und dann weiß ich nicht, dann sind Dinge passiert. So, wir können hier wieder gleich für den Push gehen, aber ich kriege hier eh schon wieder komplett ins Gesicht. Wir gehen einmal für den Big Wall, damit wir hier auch mal raus sind, aber werden wieder runtergeschoben hier. Da können wir natürlich nicht viel gegen tun, außer dass wir wieder außen rumlaufen, in der Hoffnung, dass es gleich mal wieder vorne weitergeht. Können wir uns eigentlich an dem Ding auch vollfooden hier nebenbei? Oder bricht das jetzt die ganze Zeit durch den Dot ab? Ne, das bricht in einer Tour durch den Dot ab, okay. Da
Da hoffen wir lieber, dass wir geheilt werden. Der Shami packt eh schon seine Heals aus, aber ich sehe schon, wir haben das Ding eigentlich so gut wie nach Hause geholt. Wir können nochmal nach vorne pushen, legen nochmal einen Ring, legen keinen Ring, wir haben ja einfach CC, legen jetzt nochmal einen Ring, gehen nochmal Kompast und dann würde ich sagen, letztes Mal pumpen wir da vorne noch ein bisschen rein. Ich glaube, wir gehen sogar nochmal extra dafür drauf. Nur für den Damn. Ah, wo werde ich hingeschoben, Mann? Warte, wieso wurde ich gerade zweimal genockt? Das ergibt gerade keinen Sinn. Normalerweise soll ich nach einem Knockback DR sein, weil ich wurde hochgenockt, auf die Seite genockt und dann Big auf die Seite genockt. Also ich weiß nicht, was da gerade passiert. Ich glaube, der hat ein Gate gestellt. BG leider schon zu Ende. Schade, schade, schade. Aber cooles Zerg-BG mal wieder. 74 Millionen. Letztes Mal, glaube ich, hatten wir irgendwie 150 oder 160 Millionen. Ist natürlich nice, wenn deine den Heiler da richtig mit rein supporten. Ansonsten definitiv sehr, sehr nice BG. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links mit unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.